Reimann im Tor des FCN. Reimann. Und Reimann muss dahin. Also ich stehe oft auf dem Platz. Bis jetzt habe ich noch keine Spielminute verpasst. Und ich glaube, das ist auch ein Teil, der ziemlich wichtig ist für einen Torwart, für einen Spieler, Fußballer generell, so viele Spiele zu machen wie möglich. Die erste Parade von Reimann, so lala, die zweite umso wichtiger. Der Sommerneuzugang Dominik Reimann mit der Dauerspielberechtigung in Liga 3 kam vom Zweitligisten Holstein Kiel nach Magdeburg, um die Nummer 1 zu werden. Und wie eine Riesenkrake. Ganz unaufgeregt regelt er das. Das war ein mega Safe. Das ist dieses angesprochene Spiel, den Torwart mit zu beteiligen. Der bietet sich an als Anspielstation. Der 24-Jährige verhindert nicht nur Tore, als spieleröffnender Keeper. Ein super Tor von Schula! Ich habe es gesehen, dass er ziemlich gut kommen könnte, ja. Dass er jetzt am Ende reingeht, das siehst du dann halt erst, wenn es im Stadion dann auch richtig laut wird. Aber ja, ich glaube, das war ja das Tor, wo der gegrätscht hat am 16er und der links oben dann eingeschlagen ist. Daran kann ich mich noch gut erinnern und es war auf jeden Fall ein schönes Tor. Das Tor von Lukas Schuler. Dann drehen sie sich da rum, drehen sich hier rum und am Ende landet der Ball im Tor. Das kann nicht jeder Drittliga-Fußball sein. Ja, der erste Kontakt war nicht optimal, aber letztendlich habe ich das Ding noch im Tor untergebracht. Ja, Lukas Schuler ist sehr bissig, sehr ehrgeizig auch im Training. Ich reize ihn auch immer vor den Spielen. Ich sage immer zu ihm, er hat es lange nicht mehr getroffen, obwohl er das letzte Spiel schon getroffen hat. Und die Chemie passt, Luca gibt Gas, der Junge will alles erreichen und das macht er überragend. Seit diesem Spiel, dem Spiel zu Hause gegen Kaiserslautern am Spieltag Nummer 7, ist Magdeburg dauerhaft Spitze in Liga 3. Vielleicht hört man es über die Außenmikrofone, aber die Stimmung ist unfassbar. Jetzt gerade nach dem Spiel, da geht keiner nach Hause und das pusht uns über 90 Minuten und das ist unfassbar. Die Magdeburger Fans. Mächtig, machtvoll, massiv. Das, was wir hier heute erleben in Blau und Weiß, das ist einfach schon genial. Das ist ganz großer Sport. Reimanns Lieblingsschlachtruf? Ja, also es kommt immer vor dem Spiel oder kurz nach dem Anpfiff vom Spiel Fußballclub Magdeburg. Gänsehaut? Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn du dann vor der Tribüne dann gerade stehst. Also schon ziemlich laut, das ist schon ganz geil. Die Kommunikation auf dem Platz bei so einer Kulisse nicht immer einfach. Ist schon schwierig. Also ich komme gerade so zu meinen Vorderleuten, das heißt die Innenverteidiger, Außenverteidiger, aber weiter nach vorne kommst du nicht. Und dann ist Barış Artık da. Wer, wenn nicht Barış Artık? Da ist Barış Artık und da ist die Entscheidung. Spielentscheidend, dieser Barış Artık. Viele Treffer vom Drittliga-Rekordscorer und ein Traumtor. In Dortmund, im Stadion Rote Erde. Wen sucht er jetzt? Jetzt sucht er direkt aus Kreuzeck! Mickey Mäuse, so nennt Christian Tietz seine Zauberzwerge im Sturm. Die quirlige Offensive von Blau-Weiß macht einfach den Unterschied. Absicht oder doch Dusel? Ich bin da auch ganz ehrlich, ich wollte ihn auf den zweiten Pfosten schon zielen. Aber dass er dann so einschlägt, hätte ich auch nicht gedacht. Nichtsdestotrotz, Glück gehört dazu im Fußball. In dem Moment hatte ich Glück und es freut mich, dass es geklappt hat. Ja, ist auch ein sehr offener Mensch. Auch gerne am Witze reißen, Sprüche drücken. Aber das ist wie in der kompletten Mannschaft. Also wir verstehen uns wirklich alle untereinander sehr gut. Und man merkt, dass wir insgesamt auch ein Team sind und da es keine Grüppchen gibt. Das sieht man dann vielleicht auch, wenn wir die Saison noch mal ein bisschen zurückblicken, dass wir bis jetzt ziemlich erfolgreich waren. Christian Tietz und der FCM mit dem perfekten Start.
Christian Tietz rettete den FCM vergangene Saison noch vor dem Abstieg und steigt nun auf in die zweite Liga. Sein Stil brachte eine neue Kommunikationskultur. Den knapp 500 Sponsoren des Vereins erklärt Christian Tietz, wie sein Team in den Spielen auftreten soll. Einige seiner Spieler kennen wegen Corona aber nur vom Hörensagen, mit welcher Wucht und Erwartung tausende Fans sie dann antreiben werden. Wenn man hier das einmal erlebt hat, wenn das ganze Stadion anfängt zu hüpfen, wenn die ganze Atmosphäre von allen Rängen kommt, dann kann uns das als Mannschaft unglaublich helfen und beflügeln. Und die Spieler, die freuen sich einfach drauf. Emotional ist der 51-Jährige, aber nie aufbrausend, nie laut, nie zu fordernd. Also in der Kabine ist das ein sehr, sehr ruhiger Trainer, der gerne mal einen Spruch auf den Lippen hat, dich gerne provoziert, auf dem Platz, aber auch in der Kabine. Aber sonst ist das ein sehr, sehr ruhiger, netter Mensch. Der Flow stimmt in Magdeburg. Ja, es kann sein. Bei uns ist immer eine geile Stimmung drin. Ne? Das war ich immer derjenige, der da ein bisschen gesehen wurde, aber ja, ist geil. Der Tietzsche Kader ausgerichtet auf die Zukunft, der Altersschnitt bei unter 25 Jahren. Also heute war es wirklich ein Kopf bei 100. Mit ihrer Körpergröße können die Offensivmänner allerdings nur bedingt beeindrucken. Ich weiß auch, dass gerne ein bisschen so drüber thematisiert wird, weil mehr kleine Spieler drin. Aber wir müssen halt ein bisschen kreativer sein, wir müssen andere Laufwege haben, wir müssen es anders herausspielen, dass wir über die Spieler auch Qualitäten reinbekommen. Magdeburg ist spielbestimmend, auch mit Chancen, die der Liga-Primus aber vergibt. Die Frühjahrsmüdigkeit, sie fordert den FCM. 4 Spiele in Folge bleibt Magdeburg ohne Sieg. Eine Krisenphase im Saisonendsport. Ja, da haben wir leider nicht so viele Punkte geholt. Ich glaube, das ist ein Stück Weg oder ein Stück weit normal, dass eine Mannschaft in einer Saison immer eine kleine Delle hat. Ich glaube, es gibt kaum eine Mannschaft, die komplett durchläuft und immer erfolgreich ist. Also es ist normal, dass man dann vielleicht ein paar Spiele hat, wo man nicht so erfolgreich ist. Und da ist es halt wichtig, die richtigen Schlüsse rauszuziehen und dann vernünftig da wieder rauszukommen und am Ende doch wieder jubeln zu können. Der FCM muss Antworten finden auf die Frage nach der Anfälligkeit. Gefühlt war der Gegner zweimal vom Tor, macht 2 Tore. Das ist aktuell in der Situation, haben wir auch nicht das Spielglück, muss man ganz ehrlich zugeben. Verteidigen ist auch aktuell nicht gut. Da fehlt auch diese letzte Mentalität, dieses Tor zu verteidigen zu wollen. Und so jubeln die anderen. Dann haben wir uns da zusammengesetzt, haben uns die Sachen, die Spiele noch mal genau angeguckt und haben dann noch mal auch im Training dann vielleicht Abschlüsse noch mehr trainiert, noch mehr die Konzentration darauf gelegt, die Tore auch dann wirklich zu machen und dann halt natürlich auch nicht zu vergessen, dass wir die Tore auch verhindern müssen, also verteidigen müssen. Das kam dann auch noch ein Stück weit dazu, dass der Gegner vielleicht zu leicht Tore machen konnte gegen uns. Und jetzt sind wir ja wieder in der Spur drin. In der heimischen Arena gegen Viktoria Köln schafft der Spitzenreiter den Turnaround. Und am Ostersonntag in Verl Obermeier, 4-3. Läuft es einfach verrückt. Zurück zu Ito, keiner bei ihm. Beim 5-4-Sieg. Wahnsinn, Magdeburg. Tatsuya Ito, der kleinste Magdeburger, wird zum großen Matchwinner. Powerfußball pur, Emotion pur, nicht nachgelassen. Das war ja sehr gut. Am Ende, wenn man sich die Saison jetzt so nochmal anguckt, ist man schon ziemlich stolz, dass man ein Teil der Mannschaft oder des Vereins dann jetzt ist. Der erste FC Magdeburg. Blau-Weiß, die größten der Welt, zurück in Liga 2.